Klar. Ich glaube, das sage ich oft zu Beginn. Auf jeden Fall, willkommen zur nächsten Episode. Da draußen ist wieder richtig Party. In diversen untoten Gestalten kommt das Sonnenlicht, bekommt das Sonnenlicht nicht sehr gut. Was aber nur gut für mich ist. Ganz schön viele Schweine unterwegs. Allerdings da jetzt rauszugehen und das einzusammeln, da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre, weil ich ja in der Nacht hier einen Creeper ums Haus habe schleichen sehen. Da hinten ist er. Gut, dann lassen wir uns davon nicht verwirren, sondern schauen einfach mal hier bei unserem Keller nach. Was ich aber vorher mal mache, ist das hier ausbessern. Oh. Ja. Ich wollte eigentlich dann nur diesen Steinboden da wegmachen, weil das irgendwie doof aussah. Und dabei ist natürlich, habe ich die Basis für die Tür weggehauen. Okay, jetzt alles repariert, wunderbar. Dann können wir zügig mit unserer Höhle weitermachen. Höhle. Unserem Keller. So, jetzt. Vom Eingang sind es 1, 2, warte mal, 1, 3, müssten auch 3 sein. 2, richtig, da müsste ich noch einmal in die Richtung gehen, dann stimmt es zumindest auch in diese Richtung. Mit den Ausmaßen des Kellers. Alles klar? Da war es schon wieder. Ich muss mir das abgewöhnen. Sodale. Und jetzt grabe ich mich einfach mal ein Stück nach unten. In der Hoffnung, irgendwas Interessantes zu finden. Dazu nehme ich aber erstmal die Holzspitzhacke. So, dann mache ich mir hier ein Zweierfeld. Eins, wo ich mich draufstellen kann, damit ich nicht direkt das Feld weggrabe, auf dem ich stehe. Und dann geht's abwärts. Ich sehe durch die Leitern, die ich habe, quasi wie tief ich das machen kann. Ich hänge dann hier einfach immer passend Leitern auf. Zack, zack, zack. Und wenn sie mir ausgehen, höre ich quasi auf, nach unten zu graben. Okay, dann muss ich mir noch Abstand für die Fackeln überlegen. Das hier oben ist quasi der Rand. Die hänge ich dann einfach hier auf die Fackeln. Gut, ich denke, da oben muss nicht unbedingt eine hin, aber kann man machen. Dann aufs vierte Feld, oder? Ja. Wie gesagt, man kann natürlich auch eine Höhle erforschen, so eine natürlich generierte Höhle sozusagen. Aber man kann sich quasi seine Mine auch direkt anlegen und hoffen, dass man was findet. Oder quasi systematisch graben. Okay. Um Kohle zu finden, muss ich nicht sehr tief graben. Aber schadet ja auch nichts, solange es funktioniert. Dann Fackel, da ist die eine. 1, 2, 3, 4. Hier unten hin. Huch. Falsche Taste! Wer sagt's denn? Da habe ich doch schon was gefunden. Großartig. Und sieht auch gar nicht so schlecht aus von der Ergiebigkeit.
könnte ich ja fast sagen, dass ich hier dann sozusagen die Station mache. Ob ich jetzt hier die quasi Stollen anlege. Ja, das ist auch von den Leitern. Tja, das nenne ich mal Maßarbeit. Okay. Die Holzspitzhacke hat natürlich so ihre Probleme mit der Kohle. Mann, 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 ist doch richtig viel Kohle. Hervorragend. Wenn ich jetzt natürlich auch noch in gleichem Ausmaße Metall finden würde, oder Eisen, wäre das wunderbar. Allzu tief sind wir hier noch nicht. Wunderbar, jetzt habe ich hier die Kohle abgebaut. Jetzt muss ich hier aber ein bisschen auffüllen, damit wir dann wieder hochkommen. Okay. Boah, das kann ich ja im Prinzip so lassen, wie so eine Art Treppe. Mache ich einfach mal zu. Hier mache ich auch wieder zu. Das mache ich einfach, damit ich ein bisschen den Überblick behalte, wie ich denn jetzt weiter vorgehe und wie ich dann meine Stollen anlege. Jetzt muss ich doch nochmal hoch und schauen, in welche Richtung ich nur graben darf, weil ich will ja nicht in den See landen. Oh, wahrscheinlich gräbt er unten durch. Aber Richtung Meer zu graben ist keine gute Idee. So. Gegenüber der Leiter ist das Wasser hier. Das heißt, Gang sollte ich nicht nach rechts bauen, sondern einen Gang nach links. Hier in die Richtung wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Okay, dann machen wir das so. Was ist das hier? Wieso ist hier eine Leiter? Kriege ich denn die jetzt wieder ab? Da müsste ich mir eine kleine Plattform setzen. Keine Ahnung, wie habe ich denn die, wann habe ich denn die da hingemacht? Na gut, okay. Okay, das heißt, hier in diese Richtung nicht. Nach rechts wollte ich nicht, sondern hier nach links. Dann grabe ich mich einfach mal in diese Richtung hier. Und zwar mache ich das im Prinzip ganz systematisch. Zwei Blöcke hoch und einfach in eine bestimmte Richtung. Und irgendwann gehe ich dann nach rechts oder nach links und wieder zurück. Dass wir eben die dazwischen liegenden Blöcke quasi sehen können. Also der eine Gang, da sehe ich diese Seite. Mit dem Gang, der dann wieder zurückgeht, sehe ich die andere Seite. Das heißt, ich weiß, was da ist. Und ja, wenn da irgendwas Interessantes ist, dann holen wir es halt aus dem Fels raus. Ich setze ich hier auf Fackeln. Ha, da ist schon das erste Metall. Eisen, wunderbar. Und zwar setze ich das Licht hier einfach in die Ecke. So. Und in gewissen Abständen eben neue Fackeln. Wunderbar. Metall. Yeah. Unser erstes Metall. Wunderbar. Klasse. Ausgezeichnet. Kohle, Eisen, wirklich prima. So, und damit ich dann irgendwie nicht durcheinander komme, fülle ich das dann wieder auf hier. Jetzt habe ich überall diese Buddelhöhlen, das ist irgendwie. Keine Ahnung, verliert man nur den Überblick.
Und ich weiß quasi, dass ich hier schon gewesen bin. Dass ich hier sozusagen Steine gesetzt habe. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte ich dann vielleicht mitzählen. Also nach der Fackel 1, 2, 3, 4, 5. Da setze ich dann die nächsten. Ja. Und wenn ich dann quasi die Fackeln zähle, dann weiß ich quasi, wenn ich wieder zurückgrabe, mache ich da einfach im gleichen Abstand die Fackeln in den anderen Gang und dann weiß ich, wann ich da bin quasi und wann ich hier die Ecke graben kann und wieder miteinander verbunden habe. Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemand verstanden. Egal. 1, 2, 3, ab und zu auch mal oben gucken. 4, 5. Weil es könnte ja auch was an der Decke hängen. Na, das sieht schon ganz gut aus. Und so geht es weiter. Die 3, die 4 und die 5. Aha, da hört man ein Skelett. Es kann also durchaus sein, dass hier irgendwo in der Nähe eine Höhle ist. Das sehen wir dann. Die kann man natürlich sich dann markieren zum Beispiel und dann bei Gelegenheit mal erforschen. Ich baue die Gänge auch einfach erstmal nur so schmal, weil es einfach schneller geht. Natürlich wäre es cooler, wenn man hier die 3 Felder breit baut zum Beispiel. Dann könnte man Schienen verlegen später. Dass es halt wirklich aussieht wie so eine Mine. Hat dann aber allerdings... Naja, ob das dann irgendeinen Zweck hat, ich weiß nicht. Man könnte dann mit dem Minenkarren quasi nur schnell in den nächsten Bauabschnitt fahren. Aber es hindert einen ja keiner daran, das später zu erweitern. Ist natürlich dann eine gewisse Arbeit. Hoi! Das. Das ist, ich glaube, Schwefel oder so. Also was aus einem meiner Mods. Gut. Genau, das müsste Schwefel sein. Hervorragend. Und das ist... Also Schwefel kommt immer zusammen mit irgendeinem anderen Material. Da weiß ich aber nicht, wie die Übersetzung genau ist. Das ist halt dieses weiße Zeug hier. Also man kann aus dem Schwefel Fackeln machen zum Beispiel. Und aus dem hier kann man, wenn man das noch mit Kohle ergänzt, Schießpulver machen. Sehr schön. Licht und schauen wir einfach mal nach, was das heißt. Natrium? Auf jeden Fall. Das ist aus dem Peaceful Pack. Okay, lege ich da mal die Waffe hin. Und hier blockiere ich einfach mal mit Holz, dass die Sachen, die ich aufhebe, nicht immer direkt unten in der Leiste landen. Gut, dann sehen wir uns beim Vorwärtstreiben des Stollens in der nächsten Episode weiter. Wieder. Bis dann.